Moin! Endlich gibt es mal wieder ein Video und zwar gibt es heute den Projektabschluss, mehr oder weniger, vom Audi A2. Also lange Zeit kein Video, aber es sind Dinge passiert, vor allem im Bereich der Firmware des Wechselrichters. Und genau, da werde ich nochmal in einem getrennten Video drauf eingehen, auf Englisch. Gut, also Audi, weil es jetzt das Abschlussvideo ist, will ich noch mal so eine kurze Zusammenfassung geben, was ist da passiert. Also angefangen hat das als ein Audi A2 1,6 Benziner. Und ein Freund von mir, ein bekennender Audi A2-Fan, möchte jetzt zu seinen vier Verbrenner-Audis noch einen fünften elektrischen Audi haben, mit dem er jeden Tag 40 Kilometer zur Arbeit fährt und zurück. Genau das Projekt für mich, weil ich ja, ja gerne sehr minimalistisch unterwegs bin. Und der Audi ist ja schon an sich minimalistisch, sehr, sehr leicht gebaut, Aluminium und so weiter. Und was wir da reinmachen, ich zeige jetzt mal ein paar Bilder davon, ist das Getriebe von einem Toyota Prius. Das ist ja ein Hybridfahrzeug. Und in dem Getriebe sind zwei Elektromotoren mit schon drin. Ja, die eigentlich genügend Kraft haben, um auch alleine ein Auto voranzutreiben. Von diesen zwei Motoren wird nur einer verwendet, stärkere der beiden. Und wir kommen damit auf eine Spitzenleistung von 40 kW, so bis 50 km/h und dann flacht es leider ab auf 28 kW bis ja, 120 km/h oder so. Aber für ein Auto, das ja, täglich einfach nur zur Arbeit und zurückfährt, auf einer ziemlich beschränkten Autobahn, da ist oft 80 und 100 und so, ist das ausreichend. Man könnte die Leistung noch steigern, indem man den zweiten Motor dazu nimmt, aber darauf habe ich jetzt verzichtet. Gesteuert wird das Ganze auch wieder von dem Inverter von Toyota Prius. Das hat den Grund, zum einen passt es natürlich mechanisch dann schon mal ganz gut zusammen. Zum anderen ist es in Deutschland sehr viel einfacher, zusammengehörige Antriebsstränge zugelassen zu bekommen. Also alles Prius oder alles Leaf oder alles Tesla, als wenn man anfängt da zu mischen. Genau, deswegen der Prius Inverter. Und der hat jetzt auch noch diverse andere Vorteile, weil es ist zum einen der Inverter, es ist zum anderen ein DC-DC-Wandler und es ist zuletzt auch ein Ladegerät, um das Auto an Wechselstrom wieder aufladen zu können. Alles in einem Gehäuse, das heißt, es gibt keine Verteilerboxen oder irgendwas. Und ja, normalerweise bräuchte man drei Geräte für diese Aufgaben, so braucht man nur eins. Es musste gar nicht so viel gemacht werden, die Servolenkung ist schon elektrisch. Es musste die übliche Vakuumpumpe rein für den Bremskraftverstärker. Und es wurde das Original-Motorsteuergerät, das sich im Fußraum auf der Fahrerseite befindet, sozusagen intern ersetzt durch ein eigenes Steuergerät, das jetzt die Tankanzeige steuert, den Drehzahlmesser steuert, dafür sorgt, dass die diversen Warnlampen ausbleiben und natürlich auch die Gaspedalstellen zum Beispiel an den Wechselrichter weitergibt. Kommen wir zur Rückseite des Fahrzeugs. Dort ist der Antriebsakku verbaut, auch der eher minimalistisch unterwegs, 24 Kilowattstunden Leaf, also quasi die erste Generation. Ja, und diese Energieinhalt wird eben reichen, um diese Pendelfahrt täglich zu ermöglichen. Deswegen haben wir da nichts Größeres und Teureres genommen. Da der Eigentümer sagt, er braucht keine Rückbank in seinem Auto, auch klar, er fährt meistens allein damit rum. Und deswegen konnten wir die Batterie quasi im Zentrum des Autos unterbringen, wo vorher die Rücksitzbank war. Einmal nach unten, wo der Tank war, und einmal nach oben, wo vorher die Bank war. Ja, das macht die Verkabelung sehr viel leichter, als wenn die Batterie überall im Auto verteilt ist und ja, BMS-Kabel und sonst was gelegt werden müssen. Also, das war es eigentlich soweit zu dem Umbaukonzept. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Aufnahmen an, die ich draußen im Kalten gemacht habe. Moin! Abschlussvideo Audi A2. Wir nennen es jetzt das Vier-Jahreszeiten-Auto, weil es sich über vier Jahreszeiten hinzieht. Aber das ist immerhin schon mal kürzer als beim letzten Umbau. Jo, also, es hat sich jetzt nicht mehr viel verändert, außer bei der Software. Das gucken wir uns nachher bei einer Probefahrt noch an. Und ich war jetzt beim TÜV und habe dieses hochoffizielle Dokument hier bekommen.
Ja, da hat mir der Prüfer eben ein paar Sachen genannt, die noch geändert werden müssen. Und würde ich sagen, das gucken wir uns jetzt mal an und krabbeln mal unter das Auto. So, und dann hier nachvollziehbarerweise hat er meine Batteriebehausung hier angemäkelt, weil da kann man halt einfach, das ist alles zu labberig und es sind Lücken zwischendrin, wo es eben nicht wetterfest ist. Und da soll eben ein durchgehendes Blech hin. Ich glaube, das werde ich unter anderem hier mit verschrauben. Und da. Oh, und da. Also an drei Punkten kann ich das dann verschrauben. Wunderbar. Gut. HV-Leitung. Da will er einfach noch Wellrohr drüber haben. Das ist ja auch schnell erledigt. Und ja, ich glaube, der Rest war dann vorne. Da muss ich jetzt erstmal Schnee kehren, bevor wir da was sehen können. Jetzt sind wir hier vorne. Hier hat es reingeschneit. Das wurde allerdings nicht bemängelt. Ja, hier Polabdeckung für die 12-Volt-Batterie. Da unten auch gut nachvollziehbar. Der Kühler ist gar nicht befestigt. Der hängt einfach an seinen Schläuchen da rum. Hier wurde bemängelt der Kabelsalat aus irgendwelchen Kabeln, die nicht angeschlossen sind, und der Pumpe, die hier mit Kabelbindern, das war eben alles nicht ordentlich genug. Ja, und ansonsten, das hier ist halt auch noch nicht so optimal. Da ist jetzt dieser Schuko-Stecker, da kann Feuchtigkeit rein durch die Klappe, und den werde ich wohl ersetzen durch so einen blauen dreipoligen CE-Stecker, der dann hier verschraubt ist, wo man ein Kabel dran macht. Ja, so viel zu den... Ach so, das Wichtigste habe ich vergessen. Dazu fahre ich mir das Auto vorne auf die Böcke und das gucken wir uns noch an und dann kommt die Probefahrt. So, und hier in die Kamera, ja, hat sie, sehen wir den Hauptkritikpunkt, und zwar die Antriebswelle ist immer gebogen, ja, vor allem hier im Rad. Das heißt, wenn man jetzt noch einlenkt, dann ist sie noch mehr gebogen. Und das, sagt er, wird auf Dauer nicht gut gehen. Und das lässt er mir auch hier so nicht zu. Da sieht es ähnlich aus, nicht ganz so schlimm, weil die halt länger ist. Ja. Jo, was heißt es jetzt? Das heißt, das Getriebe muss weiter nach hinten. Und das heißt, diese ganze Aufhängung oben mit diesen Querbalken, die muss auch versetzt werden, und das wird nochmal ein ganz schönes Stück Arbeit. Und genau, wir sind ab Dezember dieses Jahr gar nicht mehr hier. Wir sind in Schweden für 3 Monate, und das heißt, diese ganzen Arbeiten werden dann nächstes Jahr stattfinden. Vielleicht gibt es da nochmal ein Video, aber ansonsten würde ich jetzt die Audi-Serie damit abschließen wollen, und zum Schluss machen wir es noch eine Probefahrt, gucken uns an, wie die Kiste fährt. So, auf zur Probefahrt. Wie funktioniert das hier? Ganz simpel, hier haben wir noch den Schlüssel, den machen wir einfach nur an, und dann wählen wir die Fahrtrichtung, treten auf die Bremse, wählen die Fahrtrichtung. Das Kombi-Instrument nervt immer mit leerem Tank, obwohl er gar nicht leer ist, ja, also leere Batterie. Jo, und dann geht's los. Ich mache mal die Kamera hier am Lenkrad fest und dann gucken wir uns ein bisschen die Instrumente an bei der Fahrt. Also die Tankanzeige zeigt an, was sie soll, nämlich den Füllstand des Akkus. Der ist gerade ziemlich leer. Und der Drehzahlmesser zeigt den eingestellten Reko-Level an und die Leistung. Das sehen wir gleich beim Fahren. So, wir sehen, jetzt geht's bergunter. Da geht der Drehzahlmesser leicht unter die 3000, was halt bedeutet, ungefähr 10 Ampere gehen gerade in den Akku rein. Ich glaube, wegen der Kälte wird es auch nicht mehr werden. Wir schalten auf den nächsten Reko-Level. Doch, es wird noch ein bisschen mehr. Genau, also es gehen so, was weiß ich, 15 Ampere in den Akku. So können wir wieder runter. Ich mache das hier übrigens mit den Vorwärts-Rückwärts-Tasten. Also sobald man Fahrt hat, werden die umbelegt. Und steuern dann eben den Reko-Level statt der Fahrtrichtung. Also wir sehen jetzt bei niedrigen Geschwindigkeiten, haben wir
ungefähr 40 kW an Leistung. Und leider, je höher die Geschwindigkeit wird, desto mehr flacht das Drehmoment ab. Und die Leistung pegelt sich dann so ein bei 25, ja, bei voller Batterie vielleicht 30 Kilowatt. Genau, also ist jetzt keine Granate das Auto, aber es soll ja auch nur zum Pendeln reichen und das wird es auch. Der ganze Krach, den man jetzt hört, das ist ein kaputtes Radlager, das wird jetzt auch noch ausgetauscht durch eine Werkstatt und dann ist da auch Ruhe. Ich weiß nicht, ob man es hört, es gibt doch so eine Art Klickern und Klackern. Das ist wahrscheinlich die dauerhaft angewinkelte Antriebswelle, die da Geräusche macht, weil das so nicht gedacht ist. Ich drehe das Maßpedal durch. Wir fahren jetzt hier einen relativ steilen Berg hoch und sehen, es gehen jetzt 70 Ampere von der Batterie in den Motor. Und ja, das bedeutet so, wie gesagt, rund 25 kW bei 360 Volt. Und es beschleunigt jetzt auch langsam. Und so weit zu kommen, war schon relativ viel Arbeit. Also wer das Forum verfolgt, hat da einen Thread gefunden über IPM Motor Control. So, die Kamera filmt jetzt irgendwas. Wo es eben darum geht, diese Art von Motor bei Überdrehzahl immer noch kontrollieren zu können. Jetzt ist die Batterie tatsächlich leer. Jetzt ist das Symbol mal zurecht da. Und Überdrehzahl ist bei diesem Motor schon ab 1000 RPM. Einfach weil dafür eine höhere Spannung gebaut ist und weil er auch für viel Drehmoment bei niedrigen Strömen sozusagen, ja, kann man das so sagen, gebaut ist. Ja. Also die vorhandene Spannung saugt der relativ schnell auf. Machen wir Licht an. Und dann muss man in den Feldschwächebetrieb gehen. Das ist eine ganz eigene Herausforderung. Und hier ist dann jetzt in den letzten Monaten viel Arbeit geleistet worden und das funktioniert jetzt zuverlässig. So, bergunter geht es natürlich flotter. Jetzt sieht man die Rekuperation. Schon 20 Ampere in Akku. Wir sind sogar 40 Ampere in Akku. Ja, man sieht es hier im Kilometerzähler. Ich bin das Auto jetzt nach Göttingen zurückgefahren. Mehr oder weniger auf eine Akkuladung. Der Akku ist momentan noch schlecht balanciert. Das heißt, man kann nur so ungefähr 14 Kilowattstunden nutzen von den 24. Das wird noch mehr, wenn der sich wieder ausbalanciert. Genau, und ich habe jetzt mal ausgerechnet, der Verbrauch ist jetzt im Winter bei 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei Landstraße. Das ist echt ganz okay. Also ich denke mal in der Stadt im Sommer, da könnten einstellige Zahlen bei rauskommen. Gut, das soll jetzt erstmal die Probefahrt gewesen sein. So, da sind wir wieder. Also, wir haben jetzt gesehen, was noch verändert werden muss, damit der TÜV dieses Auto so zulässt. Und genau, jetzt ist wie gesagt erstmal Pause angesagt.
weitere Videos, die dann wahrscheinlich eher Software oder sonst was lastig sind, so richtige Lab-Updates, gibt es dann wieder aus Schweden. Jo, also dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse am Audi-Projekt und bis zum nächsten Mal.